Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur 27. Folge Minecraft Survival. In dieser Folge wollen wir ca. 8 Eisenbarren finden, um endlich einen Anvil, also einen Amboss, craften zu können und natürlich auch einen Nametag aus dem Meer fischen, wenn wir den Glück haben. Die letzten Male hat das ja nicht ganz so gut funktioniert. So, ich nehme mir einmal die Angel. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal runter ans Wasser und versuchen mal einen aus dem Tümpel da unten zu ziehen. Das ist natürlich auch wieder für euch vorgespult, damit ihr nicht so lange warten müsst. Ihr seht dann nachher am Ende das Resultat, was ich alles rausgeholt habe. Höchstwahrscheinlich wird es wie die letzten Male hauptsächlich Fisch sein. Ja, also das, was man aus einem Ozean auch eigentlich rausziehen sollte. Kein Plastikmüll, keine irgendwie Abfälle, sondern einfach nur Fisch. So, stelle ich mich aber mal hier vorne hin. Ja, beim letzten Mal hatten wir weniger gute Chancen. Vielleicht war das Wasser nicht tief genug. So, hier erscheint mir ein geeigneter Ort und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ja, meine lieben Freunde, wir haben eben einen Nametag aus dem Meer gezogen. Wir haben es geschafft. Wir haben eins. Perfekt. Zusätzlich haben wir auch eine Wasserflasche für einen Trank nachher, aber die benötigen wir erst später. So, perfekt. Das erste Ergebnis haben wir bereits erzielt. Jetzt können wir uns auf die Suche nach Eisen machen, um einen Amboss zu erstellen. Ja, das Nametag müssen wir ja noch umbenennen. So, das ging ja schneller als erwartet. Das freut mich. Jetzt überlege ich schon fast, ob ich das Kupfer noch mitnehme, weil wir so viel Zeit haben. Aber ich denke, ich lasse es mal. Ich denke, Eisen ist wichtiger. Wir sollten uns auf das Wesentliche konzentrieren. Das Kupfer läuft ja nicht weg. Das heißt, wir gehen entweder jetzt in die Mine, machen den Minenschacht weiter. Oder ich schaue hinten auf den Berg, ob man da noch oberflächlich Eisen findet. Ja, zu Beginn, ich denke, 8 sollten reichen. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, 24 haben wir noch. Wir haben was eingeschmolzen. 8 Stück. Laut Adam Riese wären wir dann bei 32 und 31 brauchen wir, meine ich, für einen Amboss. Dann sollten wir schon damit begnügt sein. Werkzeug haben wir auch noch. Also die Axt hält noch und bis die Eisenfarm läuft, sollten wir auf jeden Fall noch auskommen. So, ich sprinte mal ganz kurz hier hinten hin und dann schaue ich einfach mal, ob wir ein wenig Eisen oberflächlich sehen. Das hat mich gerade echt überrascht. Lange bis kein Fisch an. Ja, ich habe sehr lange gewartet, die Angel ein paar Mal wieder rausgeholt, wieder reingeworfen, weil ich dachte, irgendwas stimmt damit nicht. Und dann eben, zack, ein Nametag. So schnell kann es gehen. So, ja, die Eisenfarm, die sieht auch sehr schön aus. Herrlich. Das ist Kohle, hier ist auch Kohle. Ich glaube, hier war ich schon. Es wird auch wieder dunkel. Sind wir gerade hier angekommen. Ich schaue jetzt trotzdem nochmal, ob hier irgendwo noch Eisen ist. Ansonsten müssten wir woanders schauen. Hier war nur Kohle. Irgendwo waren hier auch Emeralds noch. Die hole ich allerdings später. Schauen wir mal. Schade, es wird schon wieder dunkel. Eigentlich möchte ich nicht hier in der Nacht draußen rumlaufen. Wobei, wir haben eine Eisenrüstung. Komm, Freunde, wir wagen es. Wir suchen jetzt Eisen. Nachts im Dunkeln. Ein paar Pfeile habe ich auch. Es leckt wieder, weil neue Chunks generieren. Schauen wir mal, was hier vorne ist. Boah, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ein paar Ruckler. Jawohl. Hier geht es auch noch sehr, sehr tief runter. Wir haben eigentlich ein schönes Meer vor der Haustür. Ja, das gefällt mir sehr gut. Sehr weitläufig. Was war denn... Da hinten, habe ich da was gesehen? Seht ihr das da hinten? Ich weiß es nicht. Da, wo das Fadenkreuz ist. Ich meine, ich hätte gerade einen. Boah, jetzt wird es aber richtig dunkel. Jetzt wird es aber verdammt dunkel. Mein lieber Schwan hier. Und neue Chunks generieren. Es leckt. Ja. Wir sollten uns nicht im Dunkeln rumtreiben, oder Huhn? Ich glaube, das war sogar ein Hahn. Ja. Mit dem... Nee, die sehen alle gleich aus. Okay.
Cool. Fresh Animations Mod, sehr, sehr schön. Beziehungsweise Resource Pack. Ja, Mods sind hier eigentlich nicht drauf installiert, bis auf Optifine. So, schauen wir mal, es ist echt verdammt dunkel. Hier ist Eisen. Wir haben Eisen gefunden. Schauen wir mal, dass wir das hier unbemerkt abbauen können, ohne dass ein Monster kommt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Stück. Perfekt. Ich glaube, dann sollten wir das auch alles haben. Lasse ich die Fackel stehen, um zu zeigen, dass ich hier war? Nein, ich nehme sie mit. Ich nehme sie mit. Besser ist es. Da ist ein Skelett. Aber wir haben ja auch einen Bogen. Das heißt, wir können es auch einfach abschießen. Wenn man jetzt noch treffen würde, ne? Ja, aber es leckt. Es leckt, weil die Chunks hier neu laden. Also, wir haben das ja auch schon bei den anderen Chunks gemerkt. Es hört nachher auf. Die Lags sind nur zu Beginn, ja, wo die Chunks noch generiert werden. Kommen sie vor, später lassen sie danach. Oh, hier ist auch ein Bienennest. Sehr schön. Das müssen wir uns merken. Dann haben wir schon 2 Stück. Die müssten wir dann umsiedeln, vermehren und dann könnten wir eigentlich auch schon einen Bienenstock anlegen. So, ich hoffe, jetzt kommt hier kein Creeper um die Ecke. Ich glaube, das war ein Zombie. Wir müssen eh die kommende Nacht, wenn wir jetzt den Amboss haben, das Nemtik unbedingt haben, dann müssen wir die Nacht rausgehen und einen Zombie fangen. Beziehungsweise, wenn wir uns beeilen, könnten wir das jetzt sogar noch schaffen. Dann müssen wir gar nicht auf die nächste Nacht warten. Da vorne ist auch eine Horde Zombies. Da ist ein Zombie. Ein Skelett, eine Spinne. Ui. Alles jagt mich hier. Noch mehr Zombies. Und ich weiß, wenn wir gleich einen suchen, dann ist wieder keiner da. Das ist dann wieder Zufall. Der Kollege hier hinten ist auch noch nicht schlafen gegangen. Was ist denn los bei dir? Da mache ich das. Beziehungsweise. Halt. Ich wollte ja eigentlich gar nicht schlafen gehen. Ich wollte ja das Eisen einschmelzen. Oh. Jetzt werde ich hier von hinten attackiert, ja. Jemand schießt mir in den Rücken. Ich denke, ich muss allerdings doch schlafen gehen. Das wird so nichts, weil das Eisen muss ja auch noch schmelzen. Bis dahin ist die Nacht dann eh vorbei. So, Kollege, lass mich mal hier schlafen. Oh, eine Katze. Ha, ich habe meine Katze hier drin. Die könnten wir uns theoretisch auch noch zähmen. Wo haben wir denn hier eigentlich den Fisch? Hier haben wir den Fisch. Perfekt. So, legen wir den weg. Hey, Katze, Katze, Katze. Hey. Nicht weglaufen. Ja, Mau. Komm her. Komm, ich muss noch Eisen schmelzen. Ja gut, dann möchtest du eben nicht. So, erstmal was essen. So, satt machen. Wir müssen auch andere Lebensmittel nehmen. Also die Melonen, die gehen ja auch gar nicht. Es dauert viel zu lange, bis man irgendwie mal satt ist. Wird sich allerdings auch ändern. Sobald die Eisenfarm läuft, meine Freunde, habe ich ja gesagt, gibt es nochmal einen Schub. So lange müssen wir hier damit auskommen. Gut, das lassen wir jetzt mal schmelzen. Die Angel lege ich rein. Die Wasserflasche brauchen wir auch nicht. Dann haben wir hier noch 2 Cobblestone. Die benötigen wir eigentlich auch nicht mehr. Wir können hier die Erde mitnehmen. Ja, die wurde auch falsch einsortiert. Andererseits die Schere nehme ich auch mit. Sie hat, obwohl die kann ich einschmelzen. Die kommt weg. Das waren 2, ne? Ich frage ihn mal wieder. Kann man die einschmelzen? Moment mal, die Schere, die besteht aus 2 Eisenbarren und die kann man nicht einschmelzen. Das macht ja auch wieder gar keinen Sinn. Das ist ja wie die giftige Kartoffel. Gut, dann nehmen wir sie mit, verbrauchen sie und kriegen dadurch ein bisschen Wolle. Dann hat sie wenigstens noch einen Nutzen. So, den brauchen wir auch nicht. Das ist ganz wichtig, das ist sehr wertvoll. Also das Nametag, das dürfen wir nicht verlieren. Da haben wir jetzt lange für geangelt. Das hat einen sehr hohen Wert für uns. Schauen wir mal, noch 3 Barren. Haben wir noch was in der Kiste? Einen haben wir sogar noch hier. So, wir könnten auch noch einen zweiten machen. Nehme ich die mal raus. So viel XP gibt es eh nicht. Dann mache ich schon mal einen zweiten Barren, damit wir auf der sicheren Seite sind. Der letzte Barren, meine Freunde, schmilzt gerade, ja. Und wir können ihn gleich zu einem Anvil verkraften. So, für den Amboss benötigen wir 3 Eisenblöcke. Und da haben wir. Sogar eine Spitzhacke haben wir jetzt noch raus. Ja, eine Notfallspitzhacke. Oder ein Schwert und eine Schaufel. Je nachdem, wie man es nimmt. Oder eine Schaufel und eine,
eine Feldhacke, aber ich denke, wer macht schon eine Feldhacke? Aus dem letzten Eisen. Ich denke, nicht viele. So, hier vorne ist eine kleine Lücke. Eigentlich könnten wir die Kiste auch hier neben setzen und den Amboss dahin. Ich setze ihn jetzt einfach hier. Das ist eigentlich, ich hab's wie gesprungen. So, und dann benennen wir das Nametag mal um. Zu Zombie. Einfach Zombie. Hat uns jetzt ein Level gekostet, jetzt sind wir wieder Level 30, kommt uns aber auch zugute. Ich meine, das Level ist jetzt hart gefarmt, aber wir werden eh noch ein wenig machen. So, nächster Schritt. In der Nacht sollten wir rübergehen und alles vorbereiten, dass wir den Zombie auch umbenennen können. Ja, wir sollten einen fangen, das heißt, wir gehen in der Nacht rüber, warten, bis ein Zombie kommt, der uns verfolgt. Und verbarrikadieren uns dann quasi in der Eisengolem-Farm. Sobald der Zombie drin ist, umbenannt, kann er nicht mehr despawnen. Und dann müssten wir eigentlich den Weg für die Villager vorbereiten, beziehungsweise das würde ich jetzt einfach schon mal machen, um Zeit zu sparen. Der Tag hat ja gerade angefangen und wir haben jetzt noch einiges zu tun. Ich nehme mir einfach einen Haufen an Erde und fange schon mal an, die Bahn für die Villager hier rüber zu legen. Ja, die wird relativ lang sich hier über das Land erstrecken. Ich versuche sie auf einer Ebene zu machen, da wir ja noch kein Eisen für Schienen haben. Das heißt, ich müsste die Villager, oh, ein Schwein, die Villager in ein Boot frachten und dann über eine langgezogene Bahn aus Erde zur Eisengolem-Farm befördern. Wichtig ist, dass da halt keine Unebenheiten drin sind. Da darf kein einziger Pixel irgendwie hoch oder runter gehen. Also runter ist nicht schlimm, aber hoch darf es nicht gehen, sonst kommen wir mit dem Boot nicht weiter. Das würde einfach nur zu unnötigen Problemen führen. So, wie machen wir das Ganze? Ich würde sagen, wir gehen hier einfach geradeaus weiter. Hier wollen wir nachher landen. Das heißt, ich setze hier einfach mal Erde drauf. Ja. Hier wollen wir dann mit den Villagern ankommen, beziehungsweise ich würde die sogar hier schon einmal einbauen, dass sie hier nicht raushüpfen können. So, kann man hier drüber? Nein, kann man nicht. Perfekt. Sehr schön, dann mache ich das hier auch noch weg, dass wir hier ein bisschen Fläche haben zum Agieren. Ja, dann fahre ich mit dem Boot hier über diese Ebene da rein, schubse die Villager hier in den Käfig und könnte mich dann einfach durch die Erde wieder rausbauen. So, wie komme ich jetzt da hoch, ist die Frage. Machen wir es einfach so. Genau, hier fahre ich dann mit dem Boot hin, lade die hier aus und die können nur in den Käfig. Ah ja, genau, Betten sollten wir natürlich vorher setzen, bevor wir die Villager rüberfrachten. Das ist dann so ein Zwischenprojekt, was dann nach dem Zombie folgt bzw. parallel laufen kann. So, und von hier oben aus gehen wir dann einfach in Richtung Dorf. Die Linie machen wir einfach gerade. Nein, es hat gerade nicht geleckt, ich habe nur das Fadenkreuz nicht an die Seite gehalten. Zwischendurch natürlich nicht vergessen zu essen. Wichtig, ohne Essen geht hier auch nichts. Ja, wir kommen voran. Wir sind guter Dinge hier, diese Eisengolem-Farm bald fertigzustellen. Im besten Falle haben wir nächste Folge alles soweit geschafft und einsatzbereit. Es wird auch wichtig, denn weiter nach Eisen zu suchen ist eine sehr zeitintensive Beschäftigung, will ich meinen. Und da möchten wir ja auch ein bisschen, jetzt bin ich hier beim Berg, das ist auf jeden Fall nicht so toll. Den mache ich mal wieder weg, damit hier keine Monster einfach hochkommen können, wenn ich die Villager hier transportiere. Das heißt, wir gehen einfach mal in diese Richtung. Und wir wollen auch versuchen, nicht über die Höhle zu gelangen, falls wir mit dem Boot abrutschen. Oh, da unten ist noch ein weiterer Wolf. Ja, jetzt haben wir aber keine Knochen mit. Wir besitzen bereits auch schon einen Hund. Den könnten wir jetzt natürlich vermehren. Das können wir allerdings auch später machen. Ein Hund reicht. So. Wenn er die ganze Zeit mitläuft, nachher, wenn wir den Zombie fangen, greift er ihn noch an und dann wäre das hinderlich für unsere Arbeit. So, bauen wir das hier mal weiter. Ich könnte das jetzt auch einfach im Zeitraffer machen und dann sehen wir uns einfach später. So, ich gucke jetzt gerade mal. Die Erdbahn, ich würde ja auch später hier eine Eisenbahnlinie verlegen. Und die Erdbahn könnte ja auch schon an der Stelle sein, wo nachher die
Eisenbahn gebaut wird. Dafür würde ich dann hier den Mittelpunkt von der anderen Farm nehmen. Mal kurz schauen, wie die Koordinaten für diesen lauten. Und an der Stelle dann Richtung Dorf gehen. So, was haben wir denn hier? Das ist die Mitte. Und die Mitte ist 117. Dann gehen wir mal wieder hoch und legen die Erdbahn, die nicht später die Eisenbahn auch werden wird, auch auf 117. So, die ganze Zeit sprinten hier hoch ist auch vielleicht nicht so sinnvoll, wenn das hier nur ein Block immer hochgeht. Das sieht dann komisch aus, dann sprintet der immer nach vorne, hält immer an, sprintet wieder. Vielleicht einfach mal das Sprinten weglassen. Schauen wir mal hier oben. Hier können wir uns auch einfach hochbauen. 117 war das. Das heißt, wir sind eigentlich schon fast richtig hier gewesen. Ich baue mich hier einfach hoch. Perfekt. So, das heißt, hier kann dann kein Monster hochkommen, bis auf eine Spinne. Die könnte natürlich hochkrabbeln. Allerdings haben Spinnen auch eigentlich kein Interesse an Villagern. Wenn dann an dem Spieler, das heißt an mir, der den Villager dann transportiert. So, ich würde die Villager aber auch im kleinsten Fall irgendwie in der Nacht transportieren, sondern immer schön am Tag, wenn es hell ist, wenn keine Monster vorhanden sind, wenn wir ungestört sind. Ja, meine Freunde, es wird dunkel. Ich würde sagen, wir begeben uns einfach mal langsam in Richtung Eisenfarm. Ich würde die Strecke jetzt noch ein bisschen weiterziehen. Bis zum Dorf, bis da vorne vielleicht. Da können wir die Villager am leichtesten einfangen. Ich gehe jetzt gleich in Richtung Eisengolemfarm. Und dann schauen wir mal, dass wir einen Zombie finden. Das Nametag haben wir ja bei uns. Erde haben wir auch. Damit sollten wir uns eigentlich gut einbauen können. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Und schauen, dass wir gleich unseren Kameraden hier finden, der uns dann bei der Produktion von Eisen unterstützen wird. Und sobald die Sonne untergeht, wird es sehr dunkel, habe ich gemerkt. Ja? Also auch eben, wie wir unterwegs waren draußen, sobald die Sonne den Horizont erreicht hat, wird es hier stockdunkel. Ah, da vorne ist der Wolf, der ein Skelett verfolgt. Sehr gut. Mag ich. Gefällt mir. Ausgezeichnet. Ah ja, das sollten wir nicht vergessen. Hier die Leiter. Der soll natürlich nicht runterfallen. Der Zombie, sondern uns hier folgen. Hier durchfolgen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier einen finden. Gegebenenfalls müssten wir hier ein wenig in der Gegend herumsuchen. Ich nehme ein wenig mehr Erde ins Inventar. Denn das werden wir gleich schnell brauchen, sobald uns einer folgt. Ich schau mal hier oben. Da vorne sind Zombies. Der eine hat uns gesehen. Perfekt. Komm zu uns, Kollege. Du bist der Auserwählte. Sogar mit einer Eisenschaufel. Die willst du mir eh nicht schenken, ne? Denn wenn, dann hat die keine Haltbarkeit mehr. Ich kenne das doch. Zu oft schon gesehen. Immer mit einer Eisenschaufel in der Hand. Entweder nicht fallen gelassen und wenn, dann hatte sie keine Haltbarkeit. Das ist schon so ein bisschen arschig von dir, ne? Aber gar kein Problem, ich kann dich verstehen, so, das ist, Na komm. Hier rein, mein Freund. Na? Nein, komm. Ja, wie? Muss ich dich schubsen? Ja. So. Und jetzt müsstest du eigentlich da reinfallen können. Na toll, jetzt hast du deinen Freund gerufen, ne? Wie machen wir das denn jetzt hier mit dir? Eigentlich dürftest du da nicht mehr rauskommen, sobald du einmal runterrutschst.
Vielleicht müssen wir die Falltür allerdings auch einmal abbauen und dann wieder platzieren. Ich bin mir aber nicht sicher. Da ist das natürlich deine Freunde gerufen. Das ist sehr schön. Ach, herrje. Ich habe dich einmal geschlagen. Das heißt, du hast ein halbes Herz verloren. Deine Freunde kann ich natürlich nicht hier runterfallen. Kann ich natürlich kaputt machen. Allerdings nicht mehr mit dem Schwert. Nachher treffe ich dich und wir möchten natürlich, dass du am Leben bleibst. Ja, wie machen wir das jetzt? Das Nametag würde ich auf jeden Fall zum Schluss ersetzen, wenn du wirklich in dem Komposter drinne bist. Ja. Vielleicht mache ich das einfach mal zu und warte ein wenig ab. Ja, du gehst mal weg am besten. Ja, du kannst auch deine Freunde rufen, das interessiert mich nicht mehr. Gib mir hier gar nichts. So, hier mache ich mal eine kleine Plattform. Ja, falls du mich schlägst, dass ich nicht direkt runterfalle. Und dann würde ich hier den Block mal abmachen. Kannst du mich hauen? Geht das? Ja? Also wenn ich die jetzt aufmache, dann kannst du mich auf jeden Fall hauen. Dann kommst du wieder an mich dran. Da muss ich jetzt mal schauen. Ich mache das wieder zu hier. Na? Vielleicht ist es möglich. Ich mache das mal hier hin. Ui. Gut, dass da Blöcke drunter sind. Ich schau mal kurz, was hier ist. Ich meine, hier wären auch... Ja, hier ist noch ein Block hinter. Das ist sehr gut. Machen wir mal den Zaun hier weg. Schau mal. Ja, ihr seid sehr laut, ich weiß. So. Wenn ich jetzt die Falltür öffne, kommst du hier raus? Nein, kommst du nicht. Soll ich dich nochmal hauen? Ah, das bringt nichts. Ich will dich auch nicht so oft schlagen. Du musst ja hier in den Komposter rein, ne, mein Freund? So, das ist jetzt natürlich hier irgendwie ein Gefrimmel. Aber ist auch ganz wichtig. Es kommt immer mehr, habe ich das Gefühl. Aber du, Kollege, ja, ich habe nicht lange Zeit, ich habe auch nicht viel Geduld. Bitte, geh einfach in diesen Komposter. Ich meine, kannst du raus wegen der Kette? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde es einfach ausprobieren. Ich baue das hier mal zu, dass du hier auf keinen Fall irgendwie raus kannst, aber wenigstens hüpfen kannst. So, das mache ich auch mal zu, das mache ich zu. Den hier mache ich zu. Ich meine, hier drunter ist ja der Komposter. Ah, okay. Jetzt hat er's. So, wir haben ihn. Meine lieben Freunde, einfach als gedacht, aber man muss irgendwie drauf kommen, wie man es macht. Der Zombie ist im Sack, beziehungsweise im Komposter. So, du kriegst jetzt den herrlichen Namen Zombie, ja. Das heißt, das haben wir geschafft. Und deine Freunde werde ich jetzt töten und du kannst nichts machen. Sorry, ich meine, ihr seid ja schon tot. Oder untot. So, ich habe eine Schaufel, was mache ich hier eigentlich? Ja. Herrlich! Hey, meine Freunde, wir haben den Zombie gefangen und er ist an der richtigen Position. Oh, Moment mal. Ja, ich weiß, gefällt dir nicht ganz, ja, dass ich dich hier eingesperrt habe, aber es gab leider keinen anderen Weg drumherum. So, das hier mache ich mal weg. Und dann wollen wir hier den Zaun wieder hinsetzen. Schaffe ich das hier? Ah, die sind alle unten in der Eisengrund im Farm. Alle runtergefallen. Sehr schön, lieber da unten als hier oben. Da können sie nicht so leicht an mich ran. Okay, haben wir das? Ja, da unten wird von den Trichtern eingesammelt. Und ich würde sagen, das baue ich alles ab. Kollege, du könntest mir auch mal helfen, ja? Du hast immerhin eine Eisenschaufel, ich meine eine Steinschaufel. Das ist jetzt auch nicht gerade so das Beste, ne? Finde ich nicht so nett von dir. So, ich finde, dann haben wir schon sehr viel eigentlich erreicht in dieser Folge. Das machen wir einfach mal zu, damit wir hier unsere Ruhe haben. Wir dürften jetzt nicht hier reinfallen in diese Grube. Das würde, glaube ich, nicht gut für uns ausgehen. Ich meine, wir könnten uns hier reinsneaken. Allerdings können wir uns auch alles sparen. Ja, wenn ich extra noch irgendwie hier Probleme schaffen. Super. So, die Nacht ist im vollen Gange. Ich hoffe, sie hört bald auf und wir können ins Dorf zurückkehren. Dann wäre der nächste Schritt nämlich... Das passt mir aber nicht, dass du da einen Erdblock hast. Das passt mir gar nicht. Ja, einmal lächeln. Super. Für die Kamera. Und da unten sind deine Kollegen, den werde ich jetzt mal einen Besuch abstatten. Mache ich das hier einmal weg, mache ich das weg hier. Dann kommt da wieder die Leiter hin. Ja. Und dann schauen wir mal,
wir hier runterkommen. Hey, meine lieben Freunde, na? Wie geht's euch? Ja, habt aber Glück, dass hier noch keine Lava ist und noch kein Eisengolem. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Das Lagersystem, ne? So, ein Zombie haben wir oben. Wir essen was, machen uns zurück auf den Weg. Oh, wir kriegen Besuch hier. Ist hier noch jemand? Wer wird hier Stress haben, hm? Ja, keiner. Super. Ich bin sehr zufrieden. Das hat doch alles wie am Schnürchen geklappt. Herrlich. Sehr, 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 sehr gut ist das. Unsere Eisengolem-Farm kann nächste Folge definitiv dann auch fertiggestellt werden. Vorausgesetzt, wir haben die nötigen Ressourcen für die Betten. Und es wird wieder hell. Genauso schnell wird es hell, wie es dunkel wird. Ich weiß, ein Creeper verfolgt mich. Ah, er hat aufgehört. Sehr schön. Die Villager sind auch schon wieder draußen. Und wir haben unser Ziel eigentlich erreicht. Also wir haben das Nametag gefischt. Wir haben den Zombie gefangen, umbenannt. Das ist soweit fertig. Jetzt müssen wir nur hier drei Villager. Ich würde ja für die drei hier nehmen. Oder die nächsten drei, die wir einfach treffen. Einmal rüber kutschieren. Und dann läuft die Farm. Das heißt, nächste Folge können wir die Eisengolem-Farm in Betrieb nehmen. Und ich freue mich drauf. Denn das wird ein super schöner Boost für uns werden. Aber dann läuft das hier wie am Schnürchen. Wir müssen uns keine Gedanken machen, um irgendwelche hart zu farmenden Ressourcen, die uns viel Zeit kosten. Und da würde ich sagen, ist die Folge auch vorbei. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie wir die Eisengolem-Farm in Betrieb nehmen, dann abonniert auch gerne den Kanal, um die nächste Folge und die darauf auf keinen Fall zu versäumen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann, ciao!